und herzlich willkommen zur Folge 332 von Legend of Azun. Wir sind momentan beim Athanor, beziehungsweise generell im Kloster, sind die ganzen Händler mal durchgegangen, denn wir sind in Kapitel 5 angekommen, vor zwei Folgen. In der letzten Folge haben wir hauptsächlich mit dem Karador geschwafelt bezüglich des Gipfeltreffens und irgendwie haben wir das auch schon beendet, die Quest, obwohl ich davon ausging, dass ich mit den einzelnen Akteuren im Einzelgespräch nochmal mehr herausfinden würde. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergeigt. Ich benötige einen Trank gegen eine Lähmung. Wozu? Für eine private Angelegenheit. Du kannst ihn jetzt bei mir für 100 Rupiri kaufen. Nee, kann ich nicht. Oder ist er hier im... Zeig mir Eigen... Im Laden. Ja, okay. Schutz vor Lähmungen. Ach, ich kaufe schon mal was in 100 Rupiri. Jetzt haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, falls und wenn wir das dann angehen werden... So, jetzt müssten wir eigentlich soweit die ganze Händlerschaft durch haben. Hier, gut, außer den. Der hier, der verkauft uns ja nichts. Der Argon aus dem Lager. Und ansonsten gibt es nur noch. Oder war das der Gibson hier? Der, nee, der steht hier. Wer ist denn das? Ist das Gibson? Nee, oder? Sargon war's. Sargon, stimmt. Hier, der Bierbraumeister, aber der hat logischerweise auch nichts. Außer ein Haufen Bier. Wie gesagt, wir werden jetzt in die Stadt gehen heute. Und erstmal vielleicht nochmal mit Orik, Kronstedt und den ganzen Leuten reden. Bevor wir dann wegen der bezüglichen Hauptquest wieder ins freie Lager marschieren. Also da gehen wir als letztes hin, so planweise. Das heißt, wir gucken nochmal beim Urin vorbei. Wir gucken nochmal jetzt in den Hafen auch. Da gehe ich jetzt nämlich mal hin, wie es da jetzt aussieht. Die Stadt zu den ganzen Händlern. Also, was hat sich denn jetzt hier getan? Sind jetzt immer noch Truppen, Rekruten und so weiter? Oder ist jetzt schon die lalwanische Besatzung hier gelandet? Also, der Urik scheint immer hier zu sein. Zumindest ist er gerade nicht hier. Da steht eine Turmwache. Die ganzen Jungs sind jetzt großartig verteilt. Die meisten potenziellen Questgeber sind natürlich weg. Das ist ja auch klar, die sind ja alle tot. Da liegt die Isere noch. Und hier sind jetzt Santor und Co. Ja, ein paar Leute sind ja noch hier. Drag. Den haben wir ja auch wieder beleben müssen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir irgendwie einen Hinweis bekommen, dass die Lalwane hier gelandet sind. Das schockiert mich ja fast, dass hier nirgendwo Schiffe gelandet sind. Wir sind übrigens in Kapitel 5. Ihr wisst, was das heißt. Das Banditenlager wird bluten. Machen wir alles auch noch vor der Hauptquest. Also wir haben jetzt tatsächlich wieder ein bisschen... Ja... Ich sag mal, mehr zu tun im größeren Sinne. Ja, denn es sind ja viele große Dinge, die uns jetzt erwarten. Das ganze Banditenlager ausräumen. Irgendwann nochmal in den Norden marschieren und da alles erledigen. Hey du. Ach, der Waffenknecht ist jetzt auch hier. Wie kommt denn der jetzt hier runter? Aber man sieht, hier ist alles unverändert. Leider. Ich hätte mir vielleicht irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Händler gewünscht oder so, die jetzt hier mit den Schiffen kommen wären oder so und dann, aber nein, hier ist alles beim alten wie Kapitel 4. Wie gesagt, gerade so potenzielle neue Questgeber, das hätte ich schön gehießen, aber ist jetzt auch okay. Also der Hieronymus hat jetzt auch keine neuen Wünsche oder sowas, also im Hafen leider alles beim alten. Heißt, alles tot, alles platt. Wo daddel ich jetzt gerade rum? Ich wollte hier Richtung Cortez, das geht hier hoch. Apropos, ist der Cortez denn noch hier? Also Kämpfer und Rekruten teilen sich hier quasi noch die Stadt. Ich habe mitbekommen, dass Argos mit Hamilkar über eine geheime Mission im Banditenlager sprach. Er braucht jemanden, der Verbindungen zum Lager hat. Und da habe ich sofort an dich gedacht. Wie hast du das denn rausgefunden? Ach, ich frage gar nicht erst. Ich sehe schon, dass du angebissen hast. Melde dich mal bei Argos, aber erwähn mich bloß nicht. Mit Argos will ich es mir jetzt nicht verscherzen. Okay, also, das ist hier quasi noch... Kann der uns Armbrust beibringen oder Zwohand? Ich glaube, Ajax kann Zwohand beibringen. Kann er denn es überhaupt noch Stärke beibringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, 25 kostet es. Kurz mal testen. Nur rein, ob es noch geht. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, bei 200 gekappt. Bei dem vielleicht sogar bei 100 schon. Nein, das... Ich kann dir nichts mehr. Okay, jetzt das kann er ja auch nicht. Stimmt. Einhand perfektionieren wäre jetzt schon mal irgendwie wünschenswert.
Geschicklichkeit kriegen wir noch im Kurs 1 zu 3. Ich kann dir nichts. Ja, 90, ach du Heile, kann ja gar nichts. Werden wir wohl aber auch nicht machen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal bald demnächst mir den Rest hier einflößen. Denn wir haben ja hier noch gut was eigentlich an Kram. Ja, also hier haben wir 45 Geschicklichkeit noch auf der hohen Kante. Mana können wir uns auch mal zuführen, oder? Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht von Belang. Wie gesagt, mit 45 mehr werden wir auf 130 Geschicklichkeit. Sollten wir das jetzt schon machen? Auf der anderen Seite, das kostet 1 zu 3 und das habe ich auch nicht vor zu erledigen. Aber ich habe Angst, dass, wie gesagt, wir sind Stufe 40, Stufe 59 so sind Leute gekommen. Also vielleicht werden wir auch ungefähr auf dieses Level kommen. Alles hat mal stimmt. Und deswegen kriegen wir noch einiges an Lernpunkten. Was machen wir? Komm, wisst ihr was? Mach, dass du wegkommst. Ich werde wirklich mal... Komm, ich gehe noch ein bisschen in Geschicklichkeit. Ein klein wenig. Wie gesagt, wir haben ja ansonsten alles, was wir brauchen. Haben wir nämlich Akrobatik. Du hast schon Ed. Und mehr kann er uns eh nicht beibringen, weil er kann ja nur bis 90. Wäre nur die Frage, wir könnten ja alles ablegen und dann nochmal. Wie gesagt, so viel Wert hat das Ganze jetzt überhaupt nicht für uns, eigentlich, aber ich glaube, wir werden genug genug Lernpunkte für alles weitere haben. Du hast schon. Denn jetzt hätte ich, wenn ich alles anlege und alles reinfetze, 140 Geschicklichkeit. Ja, jetzt kommen wir übrigens Akrobatik. Ne? Das ist wie gesagt abhängig. Wenn man 90 Geschicklichkeit hat, dann geht es ab. Dann kann man hier wieder etwas schneller fortbewegen. Also haben wir mal wenigstens 30 Lernpunkte vergeudet. Ja, jetzt könnte ein oder andere sagen, Mann, das war doch totale Verschwendung. Hätte sie das bloß gelassen, aber ey, komm, das klappt schon. Wir haben noch zwei volle Kapitel vor uns. Die wahrscheinlich linearer sind, klar. Aber nichtsdestotrotz. Das wird doch schief gehen hier. So, wo renne ich hin? Das ist eine gute Frage. Das kann ich euch sagen. Ich gehe jetzt zu Joost, denn bevor ich den vergesse, schleife ich den jetzt noch ins freie Lager. So, also ins Banditenlager ist keine gute Idee. Das wird ausgemerzt. Goldmine ist auch keine gute Idee, denn das, ja. Da wurden auch alle Insassen abgeschlachtet. Jetzt ist Kapitel 5 und bevor ich es komplett vergesse, ab zu Joost. Und ich glaube, ich schicke den ins freie Lager. Wie gesagt, Goldmine ist keine gute Idee. Stadt wäre machbar. Na, wo ist er? Dann schläft er noch. Und freies Lager, da, dem gehören wir auch an. Da haben wir schon so viele Leute hingelotst. Also, Joost. Oder halt in die Stadt, das wäre. Aber am Ende wird er da noch irgendwie eingeknastet. Da war ja auch irgendwas mit seinem Vater oder weiß gar nicht mehr genau. Hey! Vielleicht kann ich dir helfen. Ja? Wie ist dein Plan? Also Banditen? Nein. Hafen wäre auch keine gute Idee gewesen, denn er wäre ziemlich tot. Also jetzt im Nachhinein könnten wir ihn zum Hafen schicken. Stadt weiß ich nicht, Kloster weiß ich auch nicht, Goldmine eher nicht. Auf der anderen Seite im Hafen wäre es jetzt ziemlich sicher. Du könntest zum Hafen gehen und auf das nächste Schiff warten. Daran habe ich schon gedacht. Ein Neuanfang weit weg von hier wäre wohl das Beste. Allerdings ist es mir verboten, den Hafen zu betreten. Ich kenne da ein paar Methoden, um das zu ändern. Bleibe einfach hinter mir und sag kein Wort. Das wäre wunderbar. Gib mir Bescheid, wenn du loslegen willst. Ein Vorteil hiervon wäre natürlich... Geh vor. Ein Vorteil hiervon wäre natürlich, es ist nicht weit. Ja, man muss den Joost anscheinend wirklich lotsen. Und es war tatsächlich von Bedeutung, bis Kapitel 5 zu warten, was das angeht. Dann hätte man ihn im Vorfeld zum Hafen geschickt. Wie gesagt, da wäre er gestorben. Da wäre er Opfer der Ork-Invasion gewesen. So allerdings ist der Hafen in Kapitel 5 zurückerobert. Vielleicht ist es auch deswegen explizit wichtig, bis Kapitel 5 zu warten mit dem Joost. Denn dann kann man ihn vielleicht, wie gesagt, ist ja nur eine Hypothese, kann man ihn ohne Probleme zum Hafen schicken. Das ist zum einen nicht weit weg und zum anderen jetzt erstmal frei von Gefahren. Ja, das ist vielleicht der große Knackpunkt. Vielleicht, wenn man es vor Kapitel 5 macht, stirbt er, wenn man ihn in den Hafen schickt.
Und so eben nicht. Das ist hier meine große Hoffnung, das Ganze hier zu legitimieren, was ich hier vorhabe. Denn ich will es jetzt erstmal, ich will es einfach los haben. Wie gesagt, das mit dem Joost ist eine interessante und relativ langwierige Quest, wenn man sich denn alles so immer mal wieder, wenn das immer wieder zur Sprache kommt. Ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr, was wir alles über den guten Mann erfahren haben und was nicht. Das ist alles so lang her und leider nicht dokumentiert. Also es ist, die Quest startet wirklich erst, wenn man sich entscheidet, ihn halt dann quasi zur jeweiligen Siedlung zu bringen, zum jeweiligen Siedlungstyp. Ich habe mich jetzt für die Hafenstadt entschieden. Ich war kurz davor, habe ich noch gedacht, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme doch lieber freies Lager, aber jetzt so, wenn man sich die ganzen politischen... Übrigens, die ganzen Rekruten hier sind weg, ne? Also Echos und so, die sind wahrscheinlich wieder in der Stadt. Nur kurz nebenbei erwähnt. Also sprich, Krisengebiete aufgehoben. Aber jetzt, wo ich die letzten politischen Entwicklungen mir so vorstelle, ist das freie Lager doch ein bisschen in Bedrängnis geraten. Uns kann das egal sein, wir sind Berater des Fürsten. Das heißt, wir können notfalls uns irgendwie rausmogeln. Wir sind zwar Berserker, aber nicht Teil dann des Lagers. Wir sind da flexibler. Das heißt, wenn wir den ins freie Lager lotsen, könnte es sein, dass er als Kollateralschaden irgendwie da verendet. Und das wäre doch nicht günstig für den Armen. Ja, und wenn er wirklich vom Unglück verfolgt sein sollte, ist es auch egal, denn der Hafen, da ist eh schon alles kaputt. Wie gesagt, freies Lager ist mir doch nicht so als so gute Idee vorgekommen, deswegen ab in den Hafen. Und da sind wir auch gleich los und dann kann er mit dem nächsten Schiff weg und dann ist alles gut. So, können wir dem jetzt irgendwie sagen, dass wir da sind? Also wir können nur sagen, warte hier. Warum das denn? Warte hier. Gut, ich warte. Hey. Nee, du sollst nicht warten, du sollst mitkommen. Komm mit. Geh vor. Ja, wir sind im Hafen. Wohin denn noch? Ah, wow. Du hast es geschafft. Ab hier komme ich selbst klar. Danke. Das werde ich im Leben nicht vergessen. Mach's gut. Wie gesagt, ist... Warte mal. Der ist immer noch grün, man muss immer noch grün. Na, wie läuft's? Ausgezeichnet. Vielen Dank für deine Hilfe. Immer noch grün. Warum das denn? Ist das ein bisschen buggy? Auf jeden Fall die Quest Hilfe für Joost wäre damit direkt erledigt. Er möchte dort das nächste Schiff nehmen, um von Asun zu verschwinden und woanders ein neues Leben zu beginnen. Und damit belassen wir es jetzt dabei. Ja, ich habe lange gerätselt, wie man das optimal lösen kann. Ich speichere jetzt drüber, damit ist es erledigt. Die Quest um Joost ist damit beendet, denn ich habe, wie gesagt, Angst, dass ich es am Ende noch vergesse. Und wir haben ihn einfach zum Hafen gelotst. Ja. Der Hafen ist jetzt erstmal frei von Gefahr. Es ist nicht weit weg. Alles große Pluspunkte. Und er kann ein neues Leben weit weg von hier beginnen. Ja, und mehr als die Hälfte der anderen Möglichkeiten wären doch wohl ein Griff ins Klo gewesen und ich denke mal, das ist die beste Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas Extremes verpasse. Ja, kann sein, dass wir den, wenn wir ihn jetzt in die Goldmine lotsen, dass er da alleine auf einmal auf eine neue Goldader stößt und wir 5000 Rupiri bekommen, keine Ahnung. Aber es soll mir jetzt erstmal egal sein, die Quest ist erledigt und ihr könnt mir ja gegebenenfalls schreiben, falls ich irgendwas Intensives verpasst haben sollte. Jetzt sind wir in der Stadt. Lass mich. Und schauen uns mal wieder die Angebote an. Denn wie gesagt, wir haben ein neues Kapitel. Und da kann man dann eventuell nochmal ein bisschen was hier finden, was Nettes. Vor allem zeig mal, wie immer. Stärketränke wären doch mal was Nettes. Was sind das? Salzsäcke, okay. Ah, das ist eine gute Idee. Hey, psst. Was ist denn jetzt wieder? Was ist? Nicht so laut. Hör zu, ich suche jemanden, der mir bei einer heiklen Angelegenheit hilft. Nebenquest. Worum geht es? Kann ich dir erst sagen, wenn du zustimmst, mir zu helfen und etwas für mich erledigst? Was ist für mich dabei drin? Glaub mir, es wird sich mehr als nur lohnen. Am Ende können wir beide locker im oberen Viertel wohnen. Ich kann nicht noch mehr Ärger gebrauchen, allzeit bereit für weitere Schandtaten. Okay, weih mich ein. Gut. Als erstes musst du den Schlüssel von Vanadium beschaffen. Aber sei vorsichtig, der alte Greis hat eine Wahrnehmung wie ein Gnom. Und worum geht es? Mach, was ich dir gesagt habe. Dann erzähle ich dir mehr. Haben wir den schon dabei? Warte mal. Wohl nicht. Also haben wir eine neue Nebenquest. Sehr schön. Also Kapitel 5 hat durchaus Nebenquests. Geheimsache.
Und wir müssen. Ja, wenn ich einen Schlüssel abluchsen können. Also das heißt, wir brauchen. Es kann aber auch sein, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wäre diese Quest auch schon früher möglich gewesen. Denn, also, um das nochmal ganz kurz, diese Denkweise gerade nochmal euch zu schildern, bei Xeres Rückkehr gab es Quests, die wurden erst machbar, also die kamen quasi erst auf, wenn man einen gewissen Stärke- oder Geschicklichkeits- oder Mana-Wert erreicht hatte. Gut möglich, dass diese Quest hier von Dex ähnlich funktioniert. Zeig mal, wie immer. Oder es ist einfach eine Quest aus dem 5. Kapitel. Kann auch ganz gewöhnlich sein. Hey. Nur die Idee kam mir jetzt gerade. Was ich gerade sagen wollte. Ich nur zu. Der hat auch nur Rotz. Bevor mich der Dex hier angeschwafelt hatte. Der Tabakhändler. Den müssen wir auf jeden Fall auch aufsuchen. Das ist der heiße Scheiß. Ich will immer wieder. Und ihre. Sie hat bessere Waffen. Hier sind neue Waffen. Ich fasse es nicht. Riedil. Was ist das denn für ein Monster? Wie viel Damage macht unseres? 160? Das ist der Erzdrachentöter. Wir haben ja quasi die Erzschlachtklinge. Ach ja, und wir haben ja auch noch einen Drachentöter hier. Geschärfter Sturmbringer. Wisst ihr was? Riedil. Dich nehmen wir mit. Das sieht mir noch ein Monster aus. Ich glaube, das ist auch die beste Einheitwaffe, die es gibt. Also, man kann, glaube ich, eine bessere schmieden, wenn man Schmied geworden wäre in der Stadt, aber ich glaube, so ist Riedil die beste Waffe. Können wir auf 180 hochfetzen. Mit unserer Waffenschärffähigkeit. Ansonsten können wir ein bisschen rotzlos werden. Das ist jetzt natürlich die Frage. Geschärfter Zweihänder kann weg. Eingeschärftes Ethes Bastardschwert kann weg. Das kann weg. Ah, die Wahrkralle, ich glaube, ich verkaufe sie einfach. Ich meine, ich liebe sie so vom Design her, aber wir haben sie nie genutzt. Oder doch, einmal kurz, glaube ich. Aber das lohnt sich einfach nicht. Das Langschwert kann weg. Fisch, frischer Fisch. Geschärfte, edle Schwerter können natürlich alle weg. Das gibt auch gut Geld. Die groben Zweihänder sind, na, ist alles ungeschärft. Wow, grobes Schwert ist noch geschärft. Die rostigen Schwerter auch. Ob ganz ah, leider haben wir gar nicht so viel. Oh, wir haben ein paar Armbrüste. Stimmt, ja, stimmt. Ja, wir werden reich. Wir den ganzen Rotz hier verkaufen. Oder gar geräuchert. Auch kein Vor allem die hier. Da habe ich ja gesagt, ich hoffe, dass die Berserker draufgehen. Kommt, Leute, schlag zu, solange es noch welchen gibt. Verkaufen wir erstmal hier den ganzen Ramsch. Macht viel zu viel von dem Kram Fisch dabei. Und betrachtet mit vielen Fisch gefährlichen ganzen Bögen hier, weiten Bögen. So, schauen wir mal 66.666. Süßwasserfisch, köstlich wie nirgendwo sonst. Und diese Waffe. Ob ganz. Ah, nee, die geschärfte Eisenerz-Schlachtklinge hat sogar durchschnittlich nur 140. Das heißt, oh, einiges an Damage mehr. Und einen Bonus von 10 wieder. Man muss eben aufpassen. So muss das. Willst du aber gerne. Und du hast nur Scheiße dabei. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall genug Geld, ist gar kein Thema. Daran wie gesagt, ich muss auch noch ein paar Sachen schleifen, haben wir noch mehr. Warum ist denn hier kein Händler? Der Tieris, der ist hier. Die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Was ist das? Und der Aridam, der hat nichts Gescheites. Okay. Also, die neue Waffe, die gefällt mir auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch noch ein paar hier Kräuter und sonstiges finden werden. Wie gesagt, Tabak will ich auch nicht vergessen. Da wird auch wieder alles mitgenommen, was da ist. Wo ist die Kräuterfrau? Ist sie noch zu Hause? In ihrer Hütte oder was? Nee, ist sie nicht. Wo sind die alte? Da war sie doch nirgends, oder? Ah doch, da hinten ist sie. Ganz da hinten. Die ist sie, Margot. Zeig her. Goblinbeere. Jawohl. Apple, nimm mal mit. Aber der Kronstöckel fehlt. Das ist, sehr traurig. Kronstück hätte ich gerne mal wieder ein paar. Oder auch Drachenwurzeln. Denn die Sache ist, mal ganz kurz den Bestand prüfen. Wir haben noch 3 Goblinbären. Und noch 3 Kronstöckel. Okay, das passt ja eigentlich, da geht ja genau auf. Aber da habe ich ja gar keine Kronstöckel mehr. Aber wie gesagt, ich bin eh der Meinung, dass wir jetzt noch ein paar. Und was hat es damit eigentlich auf sich? Eiskrone und Drachenseele. Können wir die beide so fressen? Wenn ja, lohnt es? Ich glaube, es gibt Leben bei der Drachenseele. Bei der Eiskrone weiß ich es nicht. Ihr könnt mir es ja nochmal schreiben. Es rennt ja nicht weg, das Ganze.
Und sollten wir die letzten drei Kronenstöckel auch noch für Goblinbären, also für Geschicklichkeitstränke verpfeffern oder doch nochmal behalten, in der Hoffnung, ein paar Drachenwurzeln zu finden? Denn es gibt ja ganz im Norden noch das Eisgebiet. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja noch irgendwo eine Drachenwurzel. Wer geht da denn schon freiwillig hin? Und wir müssen halt nochmal in diese Drachenhöhle, da in diese, in diesen Höllenzugang. Da müssen wir auch noch rein. Also so weit wäre dann erstmal das Ganze hier. Das heißt, wir können in der nächsten Folge schon ein bisschen ins... wobei noch nicht ganz ins Aktive übergehen. Ein paar Händler gibt's noch. Wie gesagt, Tabakhändler will ich noch abklappern. Hier dann die zwei Ramschhändler noch kurz mal. Der Heiko und der Anna. Können wir ja jetzt vergessen. Wie gut. Seitdem... Nein, es interessiert mich nicht. Geh weg. Sieh mal. Hast du noch irgendwas Wertvolles? Wohl nicht. Aber das hätte ich dir vorher sagen können. Hätte ich mir auch denken können. Dora, irgendwas Interessantes. Mit vielen gefährlichen. Geht's dir gut? Geht es? Natürlich. Dann ist ja gut. Kann ja sein, dass sich da irgendwie noch irgendwann eine Quest ergibt. Auch bei Sergei vielleicht noch, ne? Den sollten wir auch immer fragen nach einer Quest. Und der geht jetzt bis zum Krummschwert. Ich glaube, die meisten Waffen hat er bei von uns. Also für die nächste Folge hieße das dann erstmal noch die letzten Händler abklappern, ne? Also sprich noch. Komm, das mach ich jetzt noch schnell. Kurz mal in die Schmiede gehen. Beim Ahus und da nochmal schön was kaufen. Oder zumindest mal den Bestand prüfen. Ich habe einen neuen Zweihänder fertiggestellt. Das ist vermutlich mein bisher bestes Stück. Okay, das sagt er sogar noch. Zeig mal, sieh dich ruhig. Ein Drachentöter. Oder meint er das Nordschwert? Ne, das Nordschwert hatte er schon davor. Da ist auch übrigens jetzt noch die Justitia. Das ist eine Einhandwaffe. Die besser wäre als unsere Waffe. Zum Glück sind wir also erstes zu Ramona und dann zum Arus. Am Ende hätte ich vielleicht noch die Waffe gekauft. Das Nordschwert, wie gesagt, ist aber ein bisschen ineffektiv. Der Drachentöter schon besser, den haben wir allerdings auch. Insofern brauchen wir auch gar nicht. Und ansonsten hat er eigentlich nichts Wertvolles für uns. Justitia ist generell schlecht, da gibt auch keinen extra hier, ne? Kein extra Einhand, insofern einfach nur Rotz. Wir sind in der nächsten Folge, schauen wir uns hier ein bisschen um. Hier sind auch direkt noch Schleifsteine, können wir unsere Waffen noch kurz schleifen. Und dann, wie gesagt, gehen wir zum Tabakhändler, zu anderen Händlern noch, vielleicht im unteren Viertel oder im oberen Viertel, falls vorhanden. Und dann gehen wir erstmal in die Geheimsache. Ja, und finden vielleicht noch ein paar weitere Nebenquests. Ich glaube, ich werde mir auch bald, wahrscheinlich in der nächsten Folge dann, die ganzen Geschicklichkeitstränke reinkippen, damit wir auch die sehr schweren Taschendiebstahl-Dialoge, also Funktionen ausnutzen können. Insofern in der nächsten Folge machen wir erstmal in der Stadt weiter, kümmern uns um die kleine Nebenquest mit Dex. Und dann gehen wir, wenn dann soweit alles abgeklappert wurde, in Richtung Banditenlager. Beziehungsweise, ich werde, glaube ich, nochmal dahin marschieren, bevor ich die ausräuchere, denn da gibt es vielleicht auch neue Waren. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.